Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge haben wir mit dem Herrn hinter uns gesprochen, nämlich dem, ja, ich sag jetzt mal König. Und wir sollen jetzt nach Lake Bar gehen. Das heißt, dass wir uns unten erstmal mit jemandem treffen müssen. Ja, geht mir hier alle aus dem Weg raus. Keine Zeit für euch. So. Bisschen komisch eingezeichnet, weil er steht erst hier. Du bist hier. Ja, wo soll ich sonst sein? Ich kam mit Prinz Thyrain her, aber er brach zum Dorf Lake Bar auf, als er hörte, dass eine Armee im Anmarsch ist. Die Truppen, die die Außenposten bewachen, sind auch mit ihm gegangen. Dieser nette Herr Lloyd informierte uns über die anrückende Armee. Ich konnte ihn zwar notdürftig versorgen, aber die Wunden, die er erlitten hat, bedürfen langer und intensiver Pflege. Ich werde jetzt auch zum Dorf Lake Bar aufbrechen. Bitte kümmere dich gut um Lloyd und wechsle seine Bandagen, wenn sich seine Atmung stabilisiert. Okay, ach, das ist der hier. Pater Arme schickt dich. Vielen Dank. Du kennst sicher meine Rüstung. Dieser alte Soldat hier kämpfte einst mit den Truppen von Regent Schericht. Als ein treues Mitglied der königlichen Armee folgte ich einfach den Befehlen, auch wenn es mir jedes Mal schwer fiel. Ich musste Korn von hungernden Bauern konfiszieren und Unschuldige verhaften. Ich musste sogar zusehen, wie einige von ihnen starben. Darum entschied ich mich, Prinz Thyrain zu ergeben. Aber wie du siehst, hat die Fahnenflucht meinen alten Körper nicht gut getan. Als die Verfolger mich letztlich einholten, schien mein Tod unausweichlich. Aber dann wurde ich von Pater Amel gerettet. Diese Schmerzen sind nichts im Vergleich zu dem Leid, das ich als Soldat des Regenten anderen zugefügt habe. Na los, geh schon zum Dorf Lake Bar. Ich sollte jetzt über die Runden kommen. Prinz Thyrain kann jede Hilfe gebrauchen, die er kriegen kann. Okay. Ach, da oben. Okay. Ah, ja. Ich liebe es. Nein, ich will hier nicht so ein blödes Event machen, Leute. Das liebe ich nicht. Wobei, 5 Bären sind natürlich nicht besonders viel. Na. Vielleicht machen wir das doch mal eben mit. Bist du ein Bär? Du bist ein Bär. Drei. Seid ihr auch Bären? Rotpelzbären oder sowas, ne? Okay. Nein! Okay, den wollte ich eigentlich auch umbringen. Aber irgendwie wollte der nicht liegen bleiben. Naja, jetzt war sie schon auf dem Pferd. Jetzt konnte ich auch weiter reiten. Ich meine, das war ja jetzt eh fertig, von daher. War nicht ganz so geplant, aber okay. So. Dorf Lake Bar. Schaue dich im Dorf um. Warum ist sie jetzt vom Pferd runtergestiegen? Und warum steige ich nicht auf? Na gut, jetzt bin ich eh da. Es ist schon viel zu lange her, werter Prinz. Ist das eure Armee? Ihr denkt doch nicht wirklich daran, diesen Pöbel gegen Fürst Schericht einzusetzen, oder? Der Thron gehört seinem rechtmäßigen Besitzer. Und meine Spione berichten mir, dass ihr noch nicht einmal den Bezwinger aktivieren konntet. Es wird Zeit, das Schwert zu strecken, diese Bande aufzulösen und um Gnade zu flehen.
Dann lassen wir euch vielleicht am Leben. Wenn Schericht ihn so dringend will, kann er gerne kommen und ihn sich holen. Tapfere, aber törichte Worte, junger Prinz. Das wirst du bereuen, Junge. Lasst ihn gehen. Wir töten keine Boten, selbst wenn sie unhöflich sind. Mal eine weise Entscheidung. Ja, und schon werde ich wieder in den nächsten Dungeon geschickt. Oh je, okay. Oh, gut. Du bist sicher angekommen. Was den Prinz angeht, er scheint zum See gegangen zu sein. Ich bin etwas besorgt. Er sah so bedrückt aus. Ja. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Der Bezwinger ist ein Erbstück der lutheranischen Dynastie. Er soll leuchten, wenn er vom rechtmäßigen Thronerben gehalten wird. So haben meine Vorfahren bewiesen, dass sie des königlichen Titels würdig sind. Daher will Schericht den Bezwinger für sich selbst beanspruchen. Aber er zeigt nicht mal das kleinste Flackern in meinen Händen. Was sagt das über mich? Geh zum See. Da bin ich doch. Achso, benutze Ermutigen. Ah, okay. Haben wir irgendwas mit Ermutigen? Ermutigen. Versuchst du mich aufzumuntern? Keine Sorge. Darüber komme ich schon hinweg. Diesen Krieg zu gewinnen, ist gerade alles, was zählt. Ich kann später meinen Wert unter Beweis stellen. Herr, wir werden angegriffen! Die Truppen des Regenten sind hier! Gehen wir! Ja, dann gehen wir auch mal, würde ich sagen. Aber wir laufen den normalen Weg. Besiege Nordsevet Dingsbums. Weil die müssen wir alle gar nicht machen. Wir können direkt runtergehen. Okay, die müssen wir wahrscheinlich machen. Verschont mein Leben, eure Hoheit. Ich habe nur Befehle befolgt. Befehle befolgt? Habt ihr das wirklich gerade gesagt? Unschuldige Dorfbewohner sind durch euch gestorben. Habt ihr keinen eigenen Willen? Kennt ihr nicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht? Eine Schande. Du bist kein wahrer Ritter Lutheras. Du bist für diese Gräueltaten verantwortlich. Und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Bringt ihn weg. Ein Horror, ja. Butera! Ja, verdienst es. Du verdienst es. Sind die Gerüchte wahr? Ich glaube, das sind die täglichen. Ja. Gerüchte. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, aber ich muss hier mal eben was freischalten.
So, wo sind wir denn hier? All das Leid der Dorfbewohner ist meine Schuld. Dieser Nordsevet. Er sagte klipp und klar, dass die Räuber wieder auftauchen werden. Aber du kannst solche Gräueltaten niemals wiederholen lassen. Diesmal werden wir ihnen zuvorkommen. Der Feind hat ein Lager. Es befindet sich südlich des Hügels. Ich wurde vom Speer informiert. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und warten, bis der Überfalltrupp kommt. Lasst uns Scherichts Überfalltruppe besiegen. Klar. Die Überfalltruppe wird von Schericht höchstpersönlich versorgt. Sie haben nicht nur einen stetigen Nachschub an Vorräten als wir, sondern auch hochwertigere Waffen. Aber das ist kein Grund zum Verzweifeln. Wir können ihnen einfach ihre Sachen stehlen. Ist nicht ganz ehrenhaft, aber ist es natürlich, guter Schachzug, sag ich mal. Beherrschung ist weniger, ansonsten... Hoppala. Spezialisierung geht stark hoch, das bleibt relativ gleich. Ich weiß nicht, was ich da jetzt lieber drin behalten würde. Aber so richtig was zum Wechseln habe ich noch nicht. Gehen wir erstmal hier unten zu der anderen Quest. Abenteurerin. Stimmt es, dass du die Überfalltruppe überfallen wirst? Du musst wissen, ich weiß ein, zwei Dinge über Strategie. Die Überfalltruppe ist eine Expeditionseinheit. Das bedeutet, sie müssen immer Vorräte und Rationen bei sich führen. Wenn du dich in ihren Lager umsiehst, wirst du Wasserbehälter finden, in denen sie ihr Trinkwasser lagern. Wie wäre es, wenn du sie alle zerstörst, damit ihnen das Wasser ausgeht? Okay, also Essen und Wasser. Hui, okay, Moment. 12 Leute soll ich töten, den Anführer... Das ist wahrscheinlich der oben links drin ist, nehme ich mal an. Den muss ich auch töten. Wasserbehälter irgendwo in dem Bereich. Beschaffe Waffen. Das ist 2. Oje, oje. Ja, ist ja nicht viel, was wir machen. Im Dorf ist alles in Ordnung. Ist ja alles gut. Aber das Schöne, worauf ich mich wieder mächtig freue, dass wir jetzt hier, wahrscheinlich aber erst in der nächsten Folge, oh, geh mir nicht auf den Sack. Wieso komme ich hier nicht weiter? Dass wir das Handwerk freischalten können. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. So, jetzt muss ich mal schauen. Einmal hier. Ne, wir müssen zerstören. Dann die Nahrungsmittel. Nahrungsmittel brauchen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Ah, da ist noch was Schönes. Geh dahin, los. Sehr schön. So, schauen wir uns mal eben hier um. Da gehen wir im Endeffekt aus dem Bereich raus. Okay. So. Hast du gedacht, Junge, ne? Dass du mir hier meine Sachen wegnehmen könntest. Da ist was. Nein, mit G. Mach. So, da brauchen wir 5 von. Die Truppen sollen wir hier noch weiter besiegen. Sichere die Waffen. Das heißt, das ist auch irgendwo in diesem Gebiet hier drin. Hier unten ist noch was. Okay, perfekt. Dann muss ich noch den Anführer da oben machen. Ha!
du der Anführer? Nee. Hallo, Anführer, komm raus. Ich zerleg dir gerade deine Truppe. Hallöchen. Anführer. Normalerweise spawnt er doch immer direkt. Wieso kommt er jetzt nicht? Ah. An, dass der das ist. So, perfekt. Dann können wir eigentlich auch dahin porten, ne? Ich bin doof. So, ich habe keine Lust, jetzt darüber zu reiten. Oh, der wollte mal mitmachen. Großartige Arbeit. Jetzt sind sie vielleicht ein wenig zu durstig, um zu kämpfen. Obwohl wir uns ihnen in unserem aktuellen Zustand noch nicht direkt entgegenstellen könnten, sollte das die Lage doch ein wenig ändern. Jedes Mal, wenn sie ihre Feldflaschen auffüllen, können wir sie überfallen. Ich finde, ich bin ein brillanter Stratege, oder? Ich sollte mich später auf die Stellung eines Offiziers bewerben. Ja, mach mal. So. Links ist übrigens was mit Herzchen. Aber das war, glaube ich, der Zwerg, ne? Ja, genau. Da können wir dann gleich hin. Wir machen erstmal das hier. Oh, wow. Du hast uns wirklich eine gute Auswahl mitgebracht. Jetzt sollten sich unsere Männer gut zur Wehr setzen können. Dieser Narr von einem Regenten. Dieses Mal haben wir ihm wirklich eins ausgewischt. Was sehen meine müden Augen? Da war etwas bei, was ich lernen konnte. So, Hauptquest. Aber ich glaube, der sagt mir dann auch, dass ich da hin soll. Gute Arbeit. Jetzt werden die Dorfbewohner nicht länger in Gefahr leben müssen. Wie immer habe ich nichts als Dankbarkeit für Pater Amel und dich übrig, für alles, was ihr getan habt. Allerdings, ach, schon gut, wir müssen uns um größere Probleme sorgen. Wir konnten die meisten der Feinde besiegen, die Lake Bar überfallen haben. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte das viel länger gedauert. Allerdings ist das Blut vieler Dorfbewohner vergossen worden. Ich würde die Dorfbewohner von Lake Bar gerne entschädigen. Könntest du Oberhaupt Hordern fragen, wie viel Schaden das Dorf erlitten hat? Wenn ich weiß, wo der ist. Grüße. Ich bin Hordern, das Dorfoberhaupt. Der Schaden am Dorf? 10 Verwundete, 2 Tote. Eines der Opfer war gerade mal 8 Jahre alt. Wenn der Prinz nicht so schnell reagiert hätte, wären noch viel mehr gestorben. Wir sind ihm für seine Hilfe zutiefst dankbar. Und er will uns entschädigen? Könntest du ihm sagen, dass er sich um so etwas nicht sorgen muss? Klar. 8 Jahre? Er ist nur ein Kind. Ist dem so? Sogar ein junges Kind. Und das alles meinetwegen. Ich konnte nicht einmal meine eigenen Leute beschützen. Ich habe versagt. Wenn es so weitergeht, vielleicht ist das der Grund, warum der Bezwinger nicht leuchtet. Entschuldigung, ich wäre gerade lieber allein. Was stand da gerade? Esoterik? Habe ich da irgendwas? Nee, ne? Ach so, habe ich freigeschaltet. Das meine ich wahrscheinlich, ne? Ja, Esoterik-Reaktion, genau. Bei Stufe 3 explodiert er. Ich meine, der wäre nicht schlecht gewesen. Jetzt müssen wir aber erstmal vom Pferd runter.
Ich muss natürlich gucken, was auch gut Schaden macht und was mir gut hilft. Ich will die alle eigentlich nicht wegmachen. Der hier ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das mit dem Wasser, ja. Der macht natürlich mehr Schaden. Verbraucht auch weniger. Ah, wir können das mal ausprobieren, den mal gegen das Wasser auszutauschen. Mal gucken, was der bringt. Tauen da mal einfach die ganzen Punkte noch rein, die wir jetzt noch haben. So. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Unten. Prinz Thyrain macht auf mich einen äußerst niedergeschlagenen Eindruck. Hm, auf mich auch. Es scheint, dass er noch nicht ganz an sich selbst glaubt. Ich denke aber, dass Prinz Thyrain perfekt dafür geeignet ist, König zu werden. Können wir vielleicht herausfinden, warum er sich selbst nicht so viel zutraut? Bestimmt. Prinz Thyrain schätzt sein Volk wirklich. Es kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Wir brauchen eine Krone. Ja, Papa, wir brauchen eine Krone. Lasst uns eine Krone bauen. Er gibt bestimmt sich selbst die Schuld für all die Grausamkeiten, die Regent Scherich dem Königreich angerichtet hat. Ganz sicher sogar. Ich verstehe. Ich habe gehört, wie das Chaos über Luterra hereinbrach. Das ist wegen der Tyrannei des Regenten Scherich, oder? Prinz Thyrain muss glauben, dass die Leute wegen ihm leiden. Allerdings scheint das Volk nicht so zu denken. Wie könnten wir diese Nachricht weitergeben? Mondgöttin, kennst du die Sage der Eisenkrone? Ich habe sie selbst gelesen. Ich hörte, es sei eine berühmte Geschichte in Luterra. Es gab einst einen Prinzen, der von allen geliebt wurde. Das Volk sammelte sein Alteisen, um eine Krone für diesen Prinzen zu fertigen. Der Prinz nahm die Krone wohlwollend an und nutzte sie während seiner Krönungszeremonie. Vielleicht können wir Prinz Thyrain wie in der Geschichte zeigen, was das Volk wirklich denkt. Könntest du Oberhaupt Hordern fragen, was er wirklich denkt? Das war der. Krone! Sprichst du von der Stahlkrone? Das ist interessant. In der Tat hatten wir auch vor, uns bei Prinz Thyrain für seine Hilfe zu revanchieren. Ich garantiere, dass nicht ein einziger Dorfbewohner diese Idee ablehnen würde. Wir haben gesehen, welche Sorgen sich der Prinz unseretwegen gemacht hat. Dennoch, ich mache mir Gedanken über das Eisen für die Krone. Wenn man bedenkt, wie knapp die Vorräte gerade sind, es wäre schwierig, die nötigen Materialien zu besorgen. Aber wir würden dem Prinzen gern die bestmögliche Krone beschaffen. Könntest du vielleicht zum Lyngis-Monument im Süden reisen? Die Krämer haben sich dort versammelt. Wir sollten sie um Unterstützung bitten. In der Zwischenzeit treffe ich die Vorbereitung für die Herstellung der Krone. Ja, da müssen wir hin. Da reisen wir doch mal schnell. Ich hoffe, dass es schnell ist. Im Dorf ist alles in Ordnung. Das ist schön. Weitermachen. Oh, die armen Wölfe. Nicht, dass es mein Rudel ist hier. Wo ist er? Ich bin Phobos, der Krämer. Ich bin kein Kind. Ich bin ein stolzer Krämer. Was? Eine Krone für Prinz Thyrain? Du fragst uns, ob wir uns beteiligen können? Musst du wirklich fragen, ob wir das tun können? Natürlich können wir das. Ich bin ein Händler Luterras, dem Königreich des Mutes. Du solltest uns niemals unterschätzen. Das ist all mein Geld. Ich hoffe, die Leute in Lake Bar werden wieder Mut zöpfen. Darum fragst du nicht auch die anderen Krämer. Ich bin sicher, dass sie helfen können. Darum bin ich ja hier. Eine Krone? Interessante Geschichte.
Ich geb dir gern eine, wenn sie für Prinz Tyrain ist. Es ist eine Investition. Prinz Tyrain ist definitiv eine große Investition wert. Anders als Schericht sorgt er sich wirklich um sein Volk. Nimm das hier auch. Okay. Hast du jemals von Lyngis, dem legendären Krämer, gehört? Ich bewundere ihn wirklich sehr. Hallo? Vor langer Zeit, als sich Lutera im Krieg befand, belieferte er die Armee, um Lutera zu retten. Und das alles ohne auch nur eine Münze dafür zu verlangen. Er ist ein Held. Alle Krämer Luteras bewunderten Lyngis. Deshalb versammeln wir uns hier an seinem Gedenktag und feiern seinen Saffen. Das ist so schlimm, so zu reden. Wenn dich das interessiert, könntest du dir die Gedenkpalette ansehen. Boah, ich möchte das bitte nicht mehr hier abgeben. Jene, die nur in das investieren, was sie sehen, sind Narren. Und jene, die nur des Profits wegen investieren, werden vergehen. Ein Volk ist immer mehr wert, als es scheint. Wie war es? Vielleicht kann es dir ein wenig seltsam vor, weil du kein Krämer bist. Aber ich will eines Tages ein bewundernswerter Ehrenmann werden, so wie er. Vielleicht wirst du eines Tages ein majestätisches Monument von Phobos neben diesem hier sehen. Und danke, dass ich abschließen darf. Ah. Oh, okay, wir reiten mal eben noch zurück. Durch die ganzen Wildschweine oder was das hier sind durch. So. Im Dorf ist alles in Ordnung. Jetzt fange ich auch schon an, so zu reden. Wirm. Ich muss meine Zunge erstmal wieder lockern. Warst du bei den Krämern? Wie erwartet sind Lutheras Händler sehr eigen. Ich habe Ohr, dem Uma-Schmied, aufgetragen, eine Krone zu schmieden. Nimm dies. Das Volk der Uma ist berühmt für ihre Meisterhandwerker. Ohr wird sicher ein Meisterwerk erstellen. Ja, eigentlich würde ich ja gerne mal die Folge beenden, aber da das ja alles so zusammengehört, ja. Wer bist du? Was ist das? Eine Krone für den Prinzen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Ur, der beste Uma-Schmied der Welt. Das steht außer Frage. Na dann los, zeig mir, womit ich arbeiten soll. Nicht schlecht, aber nicht gut genug. Es sei denn, der Prinz hat einen Minischädel. Ich brauche mehr Material. Zum Glück sollte es in Lake Bar alles geben, was du brauchst. Ja. Da das jetzt doch nicht ganz so gewesen ist, wie ich das in Erinnerung hatte, würde ich sagen, machen wir hier doch erstmal einen kleinen Cut, weil jetzt geht es nämlich darum, dass wir die Handwerke freischalten und ich würde sagen, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!